Hallo liebe Zuschauer, nur eine kleine Info bevor das eigentliche Video losgeht. Das ist jetzt die erste Folge, in der ich unser neues Mikro getestet habe. Und mir ist im Nachhinein beim Bearbeiten aufgefallen, dass der Ton der Sprachaufnahme sehr, sehr leise ist. Und ich möchte mich einfach jetzt schon mal dafür entschuldigen. Und das wird auf jeden Fall bei den nächsten Aufnahmen besser. Also, viel Spaß mit dem Video. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Folge Call of Duty Black Ops 2, denn dieses Mal spiele ich nicht alleine, sondern habe mir ein bisschen Verstärkung geholt. Hallo Mary. Hallo. Ja, das ist nicht Mary, das ist Manuel, mein schwuler bester Freund. Nein, also Mary. Hi, ich bin Mary. Ja, genau. Wer Tokyo Jungle guckt, kennt sie ja bereits, meine etwas abgefahrene Freundin. Und dieses Mal habe ich sie überreden können, mit mir zusammen Black Ops 2 zu zocken. Oh ja. Und wir werden zusammen in einem Team spielen, weil Mary das Spiel ungefähr so gut beherrscht wie ich Schach. Also gar nicht. Also ihr könnt ungefähr euch das so vorstellen, dass ihr, wenn ihr eine Kartoffel an den Controller setzt, dass sie das besser kann als ich. Also, Mary versucht heute zumindest das Level einer Kartoffel zu erreichen. Wir stellen mal 5 gegnerische Bots ein. Ich habe Mary auch eine Klasse gegeben, die ihr einigermaßen zusagen dürfte. Zeig sie vielleicht mal kurz. Wie geht das? Geh auf Klasseneditor. Wo? Ach da. So. Das bin ich. Genau, Mary hat nämlich von mir eine Schrotflinte und die Akimbo Cup 40 bekommen. Das heißt, sie braucht nicht zielen, sondern kann einfach schön draufholzen. Ich glaube, das dürfte funktionieren. Ihr Bildschirm ist dann der untere, meiner ist der obere. Und wir fangen einfach mal an, bevor ich jetzt hier noch eine Stunde labe. Oder? Ja. Let's go. Deathmatch. Na dann, Rock'n'Roll. Also nicht wundern, ich bin echt scheiße. Meine Shooter-Erfahrung beschränkt sich auf ein paar Stunden Far Cry 3, wo ich aber auch nur gesniped habe wie der letzte Oschi. Und ich glaube eine Dreiviertelstunde Borderlands 2. Aber ich bin schon gestorben im Gegensatz zu dir. Ja, weil ich die ganze Zeit nur so rumschleiche wie... Guck! Kraus tötet mich. Ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen, aber... Ja, genau. Wie können wir auf einmal zusammen aufnehmen? Ich habe ja schon mehrmals angekündigt, dass wir endlich dieses tolle Headset bekommen. Und das haben wir jetzt auch. Wieso sage ich eigentlich immer Headset? Das ist ein Mikro. Das Thomann T-Bone SC 450... Nee, 450 SC USB. Hat uns schlappe, ich glaube 120 Euro waren es, gekostet. Im USB-Bundle. Ja, im USB-Podcast-Bundle. Und wir sind momentan aber der Meinung, abgesehen davon, dass der Standfuß die Hölle ist und ich am liebsten einfach fressen würde, scheiß Mistvieh. Das fällt immer um. Und der scheiß Popkiller, vergiss den Popkiller ja, nicht. Ja, der Popkiller klappt sich selbst immer gerne mal nach unten. Jedenfalls abgesehen davon war es das Geld bis jetzt eigentlich ganz gut wert. Vor allem können wir jetzt mal zusammen aufnehmen, was ganz spaßig ist. Und, Ups. Was auch noch wichtig ist, was ich unbedingt nochmal ankündigen möchte, beziehungsweise erzählen möchte, wir sind ja jetzt auf Twitter. Ja, genau. Und warum sollte euch das interessieren? Wir werden dort jetzt quasi... Unser Privatleben breittreten. Oh ja, mit allen Details, Bierschiss, Sondergleichen. Nein, natürlich nicht. Aber wir werden schon ab und zu mal auch ein bisschen was Privates dort posten. Wir werden natürlich auch organisatorische Sachen posten. Ihr tut also wirklich gut daran, uns zu folgen dort. Vor allem, weil ihr dann vielleicht auch mal die Möglichkeit habt, das ein oder andere Foto von uns oder so dort zu finden. Voll verwaschen und alienmäßig, aber... Ja, ich werde uns noch Schnurrbärte malen, damit ihr uns nicht erkennt. Nee, also vielleicht werdet ihr jetzt nicht sofort in 3 Tagen meine Fresse zu sehen bekommen oder Marys. Um Gottes Willen. Aber wir werden auf jeden Fall früher oder später dann auch mal ein paar Fotos hochladen dort. Wir haben uns einfach gedacht, damit ihr auch mal ein bisschen mehr Kontakt zu uns haben könnt. Oh nein, das ist eklig. Ja, das ist ein bisschen seltsam. So, was wollte ich noch sagen? Ich bin scheiße. Ja, Mary ist scheiße, folgt uns auf Twitter. Es lohnt sich eigentlich nicht, aber ihr habt bestimmt irgendwann was davon. Vor allen Dingen verleitet Twitter einfach wahnsinnig dazu, irgendeine Scheiße zu posten, die kein Mensch interessiert, aber es ist halt einfach, es ist irgendwie sympathischer als Facebook, finde ich. Ja. Oh nein, ich bin tot. Oh nein. Aber ich hab dich gerecht. In Ordnung, okay. Leslie war schon wieder. Leslie, der alte Kohlkopf. Ja, also ihr seht, man kann jetzt nicht von der ernsthaftesten Folge reden, die ich jemals aufgenommen habe, aber ich habe mir gedacht,
Abwechslung ist immer gut, deswegen habe ich ja in Folge was weiß ich wie viel hier auch Spiegelei zubereitet, kulinarische Meisterleistung. Das Und habe mir nächste Mal gedacht, gibt es Stopfleber. ja, ich werde dann eine Gans schlachten. Und da hast du dir gedacht, ein bisschen Mary lockert die ganze Situation ein bisschen auf. Na, eigentlich wollte ich ja einen Profi haben, aber ihr wisst ja, wie das ist, Profis kosten Geld. Ich koste nur Nerven. Oh ja, aber die sind irgendwann Wo ist auch. der? Nein, Entschuldigung. Oh mein Gott, Mary hat ein Schimpfwort gesagt. Scheiße. Wenn ich dran gedacht habe, habe ich es rausgeschnitten. Wenn nicht, habt ihr jetzt gerade ein böses Wort gehört, das ihr bitte sofort wieder vergesst. Das ist, weil ich heute in der Uni war. Da denke ich so viele schlimme Dinge. Ja. Mord und Totschlag. Also dann denkt sie an Leute mit einigen geistigen Problemen. Oh Gott, ja, das ist das Einzige wäre. Nein, wir reden jetzt nicht über die Uni. Wir haben jetzt Wochenende. Es ist Dienstagabend, wir haben Wochenende. Das ist ganz schön bitter für euch, glaube ich. Also studiert. Studiert bloß. Wir haben jetzt seit 5 Wochen. Eigentlich haben wir noch Mittwochs einen Kurs, aber seit 5 Wochen irgendwie nicht mehr. Wieso auch nicht? Kann ich da drüber? Nein. Scheiße, nein, ehrlich. Guck mal, da oben ist einer. Ich bin tot. Den kriege ich. Ich hab dich gerecht. Ich könnte dir mal kurz die Wertung einblenden. Achtung. Mary hat 11 Kills und 5 Tote. Das heißt, sie ist bei ihrer ersten Runde Black Ops 2 im Positiven, sogar mit mehr als 1,0er KD. Ja, aber auch nur, weil die Bots einfach dreimal dümmer sind als ich. Und das will schon was heißen. Was? Das ist dann Subkartoffelniveau. Oh Gott, das ist so peinlich. Zum Glück sind das nicht meine Zuschauer. Wenn hier welche von meinen Zuschauern dabei sind, rächt mich, wenn ich nicht mehr wiederkomme. Ja, flamed mich in den Kommentaren. Ey. Wie kannst du das aushalten? Das nervt doch voll. Was? Die laufen einem ständig irgendwie vorbei und dann schießt man vorbei und dann kommen die und erschießen dich und das ist doch voll kacke. Wo ist der denn? Da. Guck, der hat sich versteckt. Oder? Ich habe dir das Leben gerettet, okay? Nein, ich bin jetzt trotzdem tot, Mann. Warum stehe ich eigentlich immer in diesem scheiß Gemüsegarten? Ist gar kein Gemüsegarten. Weil du Vegetarierin bist. Oh Mann. Ihr merkt schon, Shooter spielen ist nicht mein Niveau. Ich bin da nicht so gut drin. Och, ich weiß gar nicht, wie die Zuschauer auf diesen Gedanken kommen sollten. ihr könnt mich hier ausblenden, wenn ich euch zu viel bin. Nee, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, dafür, dass du es jetzt gerade das erste Mal spielst, bist du gar nicht so scheiße. Ich habe mit anderen Leuten die erste Runde miterlebt, quasi, die erste Tortur. Und die haben sich weitaus dümmer angestellt als du jetzt gerade. Ja, weil meine Empfindlichkeit, das muss ich auch dazu sagen, meine Empfindlichkeit steht auf 4. Und Lukas' Empfindlichkeit steht auf Ich schau gleich nach. 13 oder so. Nee, ich habe sie letztes Mal runtergemacht. Die dürfte jetzt auf 9 bis 11 stehen. Ich guck gleich mal. Also meine steht auf 4. Das seht ihr vielleicht auch den Unterschied zwischen ihm und mir. Das ist ungefähr wie Kolibri und Pinguin. Auf 10 steht meine Empfindlichkeit. Naja, siehst du, trotzdem Kolibri und Pinguin. Ich bin aber. Oh, guck mal, ich habe den das in der Schüssel gemacht. Also, wir haben gewonnen und Mary hat einen fetten Schiss gesetzt. Wunderbar. Oh Gott. Aber ich wusste, dass du mit der Klasse was anfangen kannst. Achtung jetzt. Bam. Ein wunderschöner letzter Schiss. Also, liebe Zuschauer, das war Marys Skill-Schiss. 16 zu 7 ist eigentlich ein gutes Ergebnis für Sie. Ich möchte bitte um Applaus bitten. Schreibt einfach Applaus in die Kommentare, das reicht mir schon. Applaus, 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 Applaus. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war, wie gesagt, mal eine Abwechslung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag, schöne Woche, keine Ahnung. Ärgert eure Mutter nicht. Und füttert die Wale. Genau. Füttert die Wale in eurem Schlafzimmer. Also, bis demnächst und tschüss. Tschüss.